Jo, Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Fortananda ist unterwegs am Wahlsonntag im wunderschönen Fellbad Langenberg. Wir starten von Fellbad Nierenhof auf dem Gustav-Heinemann-Weg. Auf der Entdeckerschleife Gustav-Heinemann sind wir auf dem Neanderlandsteig unterwegs nach Fellbad Langenberg durch die Berge von Elfringhäuser, Schweiz. Ja, Gustav Heinemann, wer war das? Ja, das ist der Spaziergang des dritten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Und der wanderte ja auch sehr, sehr gerne mal entlang des Felderbachtals, um seine Liebsten zu besuchen. Und da wir hier schon mal waren, teilen wir natürlich die Begeisterung. Viel Spaß, kommt mit! Wir wollen ja auch ein kleines bisschen Geschichte hier erleben. Und zwar, ich kann mir ja nicht alles merken, lese ich einfach mal ab von dem wunderbaren Flyer des Neanderlandsteig. Und zwar, der Gustav Walter Heinemann war von 1946 bis 1949 Oberbürgermeister der Stadt Essen. Und von 1949 bis 1950 Bundesminister des Inneren. Von 1966 bis 1969 war er Bundesminister der Justiz und von 1969 bis 1974 Bundespräsident. Auf der Entdeckerschleife Gustav-Heinemann-Weg wandeln wir auf den Wegen, die seit über 100 Jahren der Naherholung dienen. Das kann ich nur begrüßen und auch bestätigen. Ja, und mir liegt natürlich der Gustav-Heinemann als Sozialdemokrat natürlich ganz besonders am Herzen, der sein Haus im schönen Moltkeviertel bei uns in Essen hat, dort lange Jahre gelebt hat. Kommt einfach mit, habt Spaß, genießt den Sonntag. Hättet wissen müssen, wenn der Sauerländische Gebirgsverein so einen Weg auch auszeichnet, da heißt es vorher durchatmen. Komisch, muss keiner um dich. Ah, ich bin fertig und ich glaube, der Gustav Heinemann, der muss eine ganz schön gute Kondition gehabt haben. Uff, weiter geht's. L.A. Stein. Langenberg, oder? Uah. Los Angeles. Ein Hund, ein Dackel. Kommt wieder hier hin.
So, was haben wir diesmal? Diesmal haben wir einen Feldstein. Oh, eine Wespe. Aua! So, da wären wir auch schon wieder. 7 Kilometer sind schon wieder erreicht. Ja, ich muss sagen, der Gustav Heinemann scheint ein sportlicher Geselle gewesen zu sein. Auch gerne mal abenteuerlich veranlagt. Abwechslungsreich wie immer. Streckenweise auf bekannten Abschnitten gelaufen. Das letzte war jetzt nicht ganz so schick. Astbruch. So, da wurde ordentlich gearbeitet. Jedenfalls ein ebenfalls wieder schöner Rundweg, den wir diesmal komplett gegangen sind. Und sind jetzt wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Daumen hoch, gefällt mir, Like, teilen, ach, macht, was ihr wollt. Ich freue mich, wenn ihr Spaß gehabt habt. Seid demnächst auch wieder dabei. Und wenn es irgendwo nette Strecken gibt, sagt mir Bescheid. Finde ich immer wieder super, auch neue Wege zu entdecken. Macht's gut, bis dahin, euer Strömi von Rotterdam. Ne?